Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina, ich bin die Schulsozialarbeiterin. Wir kennen uns noch nicht. Ja. Du weißt, warum du heute hier bei mir bist, warum deine Lehrerin diesen Termin gebucht hat? Nein? Okay. Also das Ganze ist ja in Absprache mit deinen Eltern gelaufen. Ja, da gab es ja dieses Gespräch zwischen deinen Eltern und deiner Lehrerin. Du erinnerst dich, da warst du auch dabei. Das liegt schon 2 Wochen zurück. Ja, genau dieses Gespräch. Und da wurde ja festgestellt, dass du dich in letzter Zeit ja nicht so gut konzentrieren kannst. Also, dass du schon ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten im Unterricht hast. Und auch bei den Hausaufgaben. Ja, okay. Genau, und deshalb bist du heute hier. Ich würde gerne vorab ein kleines Gespräch mit dir führen, beziehungsweise dich ein paar Dinge fragen und im Anschluss dann einen kleinen Test durchführen. Ja, also das Ganze ist wirklich halb so wild und es dauert jetzt auch nicht ewig lange. Aber wir wollen jetzt hier heute vielleicht gemeinsam testen oder gemeinsam rausfinden, woran es liegen kann, dass du dich in letzter Zeit so, ja, so Probleme damit hast, dich zu konzentrieren, okay? Und sollte mir irgendetwas auffällig vorkommen, ja, würden wir schauen. Also dann würden wir nochmal das Gespräch mit deinen Eltern suchen. Vielleicht wäre noch ein Arztbesuch dann vonnöten, aber wie gesagt, wir malen jetzt erstmal keinen Teufel an die Wand, sondern ich würde sagen, wir starten mit den Fragen. Okay, ist das in Ordnung für dich? Ja. Okay, sehr gut. Schläfst du denn aktuell schlecht? Also hast du das Gefühl, dass du nachts schlecht schläfst? Okay. Ja. Und wie viele Stunden schläfst du nachts? Also was denkst du, wann gehst du schlafen, wann stehst du auf? Okay. Oh, okay. Das ist aber ein bisschen wenig, ne? Ja, also 5 bis 6 Stunden Schlaf, das ist deutlich zu wenig. Ja, nicht nur in deinem Alter, generell auch für erwachsene Menschen ist das echt zu wenig. Ja, so 7 bis 8 sollten es schon sein. Okay. Und diese 5 bis 6 Stunden, schläfst du die dann durch oder wachst du dann auch nochmal auf zwischenzeitlich, weil du zur Toilette musst oder weil du dann nicht mehr einschlafen kannst oder. Okay. Und wie oft wachst du dann auf? Okay. Ja. Hab ich notiert. Wenn du dich abends ins Bett legst, schaust du dann noch Fern oder TikToks oder was machst du dann? Ja, okay, TikToks. Ja, naja. Okay, das ist nicht optimal zum Einschlafen, ne? Ja. Okay. Da würde ich dir eventuell empfehlen, dass du vielleicht so, ja, 20 Minuten TikToks schaust. Das ist okay. Aber bevor du dann wirklich ausmachst und schläfst, dass du nochmal was anderes machst, ja, mit ein bisschen Entspannung, autogenes Training oder ASMR oder mal eine eine Traumreise oder eine Meditation. Okay. Ja, genau. Gut. Gibt es denn aktuell in der Schule irgendetwas, das dich beschäftigt? Ja, also Gedanken oder vielleicht andere Mitschüler, die dich irgendwie ablenken vom Wesentlichen? Okay, ja. Ja, okay. Thank you.
kannst, wenn etwas ist oder dass du, ja, dass du auch auf sie zukommen kannst. Okay. Das hier. Ja, sehr.
links oder rechts ein Klickgeräusch. Ich möchte, dass du mir ganz genau sagst, auf welcher Seite du das Klickgeräusch wahrgenommen hast. Okay, bist du bereit? Okay, prima. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Also jetzt nochmal wiederholen. Okay. Sehr gut, machst du das sehr gut. Ja. Und jetzt? War schwierig, ne? Ich wiederhole nochmal. Ganz genau, auf beiden Seiten gleichzeitig. Ja, ist noch nicht ganz so einfach, aber du hast das hervorragend gemacht. Also, im Allgemeinen muss ich sagen, deine Konzentrationsfähigkeit ist gut. Die ist wirklich gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass da irgendetwas Schlimmes dahinter steht, dass du dich zeitweise nicht so gut konzentrieren kannst, ja. Wir Menschen funktionieren nun mal nicht immer gleich und wir haben nicht immer ein gleichbleibendes Energieniveau. Das schwankt über den Tag. Das schwankt aber auch, durch verschiedene Gegebenheiten, wie zum Beispiel den Menstruationszyklus oder Krankheit oder, einfach nur Befinden. Und vielleicht ist es jetzt gerade aktuell so, dass du dich halt nicht so gut konzentrieren kannst. Vielleicht nimmst du nochmal die Tipps mit, die ich dir gegeben habe, zum Thema Schlafen. Okay, ja, gesundheitlich war jetzt erstmal soweit alles okay. Und wenn es etwas gibt, wie gesagt, das dich belastet, du merkst auch, das wird nicht besser oder es belastet dich nachhaltig, dann bitte scheu dich nicht, einen Termin bei mir zu vereinbaren. Ich bin für dich da, okay? Ja, und dann finden wir eine Lösung. Okay, gut. Und dann kann ich dir, wie gesagt, nur den Tipp geben, achte auf einen guten und gesunden Schlaf. Und darauf, dass du dich gesund ernährst und vielleicht ein bisschen Sport treibst, um deine Vitalität und dein Energieniveau so gut du kannst eben zu beeinflussen. Und alles andere, denke ich, wird wieder mit der Zeit kommen. Okay, ja. Setz dich selbst nicht unter Druck. Ja, okay, gut. Und sollte das in so 4 bis 6 Wochen, solltest du immer noch das Gefühl haben, dass du dich wirklich schwer konzentrieren kannst oder schlimmer wird, dann vereinbarst du bitte noch einmal einen Termin bei mir. Und dann können wir den Test nochmal wiederholen, beziehungsweise einen etwas erweiterteren Test machen. Okay, ja, gut, ja, dann hast du es für heute geschafft. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ja. Pass auf dich auf. Tschüss.